Hallo zu einem neuen Unboxing. Ja, ihr seht, ein großes Paket hat mich erreicht. Und die Frage immer wieder, wenn man einen guten Deal gemacht hat, Ziegelstein oder Schatz? Was es ist von meinen Transformers G1, werdet ihr gleich sehen. Da drin befindet sich ein Kleinanzeigen-Deal. Ich habe 300 Euro für bezahlt. Und wenn das wirklich da drin ist, dann, ich bin jetzt schon völlig aufgeregt, weil das ist, wenn ein absolutes Highlight in meiner Sammlung. Das war super. Ich zeige euch das. Ich kann es gar nicht beschreiben. Und ich hoffe, dass es wirklich drin ist. Ich habe das Paket gerade eben erst bekommen und habe mich entschieden, das Video auch gleich zu machen. Und wie gesagt, die Anzeige bei Kleinanzeigen, ich war zum Glück der Erste, der es gekriegt hat, und dann auch mit der Überzeugung, dass das von Transformers G1, wenn es da drin ist, wirklich in tolle Sammlerhände geht, hat mir ja echt die Tür geöffnet. Das ist wirklich für meine Sammlung und ich bin so gespannt, weil das habe ich so noch nie gesehen. Und es ist echt, ich hoffe, dass es nichts Falsches hier drin ist. Bin echt gespannt. Ich habe hier also ihr seht, man sieht noch gar nichts. Und das erste, was ich sehe, ich stelle das mal kurz hier auf den Tisch. Das ist alles super verpackt. Alter, ich habe Gänsehaut. Also nicht wegen dem da und auch nicht wegen dem da. Es ist gut verpackt, aber ich habe Gänsehaut. Ich zeige euch das. Das Jazz von Transformers G1. Da haben wir den ersten Jazz Porsche, wie hier steht, Autobot Agent. Ich habe Gänsehaut. Ihr seht, also echt das großartige Artwork von Jazz hier ist einfach nur Hammer. Diese alte Box, ich bin sprachlos. Aber was viele jetzt nicht wissen, weil das ist mir ja ein Transformers Nerdwissen, das Logo hier, MB. Milton Bradley gehörte zwar auch zur Hasbro-Gruppe, also zur Hasbro-Toy-Gruppe, nur Hasbro war in Deutschland 1985, 86 noch nicht vertreten unter Hasbro. Die haben unter Milton Bradley, MB, auch viele Brettspiele vertrieben und auch also ihren ganzen Vertrieb gehabt und auch Transformers, beziehungsweise auch von CG Toys, die das mitgemacht haben. Und der Wahnsinn ist, das ist die allererste Transformers Box. Das ist 1985er Transformers Stuff, wie der in Deutschland erschienen ist. Wahnsinn. Die Box ist zwar identisch dann, aber es ist eingedeutscht. Hier seht ihr, Porsche, Jazz, Autobot Agent. Ich meine, ihr seht gleich die Rückseite, hier steht ab 5 Jahre. Teilweise sind die deutschen Sprachen dann nicht mehr drauf gewesen. Bei der Goldbox-Ära gab es später wieder deutsche, aber das hier war die einzige Generation. Wow. Schauen wir uns erstmal die Box an, das ist Hammer. Die ist auch im richtig guten Zustand. Wie gesagt, ich muss jetzt hochrechnen, 85 erschienen. Das ist insgesamt bald 40 Jahre her, 38 Jahre mit diesem Jahr, mit 2023. Wahnsinn. So, ihr seht, die Figur ist da drin noch. Hier können wir sehen, wie sie sich verwandelt. Richtig Hammer, richtig geil, das Logo. Es ist auch echt. Also ich hatte erst Angst bei dem Deal, dass er wirklich eine Fälschung war, aber nein, ist er nicht. Hier seht ihr auch an der Seite Jazz. Hier ist das Original noch verklebt. Hier dasselbe, ja, dasselbe Bild, auch richtig schön. Und hier ist geöffnet, da machen wir auch gleich vorsichtig auf. Hier ist eingerissen, das ist aber mir egal, da kommt eine Sammlerschutzhülle rum. Also das sind Schätze, die müssen verpackt werden. Hier sehen wir dieses großartige 1985er Artwork. Sideswipe, Soundwave. Und hier seht ihr auch noch Tech-Specs abtrennen und auch bewahren mit dem Spezialdecoder. Hier brauchte man so diesen roten Streifen. Der ist jetzt, der ist natürlich jetzt nicht hier dabei. Und dann haben wir hier vier Sprachen.
Das war wirklich so, 4 Sprachen, das war für Europa eben mal so gemacht. Nehmen wir die Robot Points. Und hier ist, wie gesagt, eingedeutscht. Und da haben sie aber nur die Überschrift. Also im Original ist halt ein längerer Text dort zur Figur. Aber egal. Hier seht ihr Autobot, Jazz, Porsche. Und dann Funktion, Agent für Spezialaufgaben. Mach es mit Stil oder lass die Finger davon. Toller Spruch. Ja, und dann haben wir hier die Stärken. Hier musste man so ein rotes Plastik drauflegen. Da konnte man die Kurve, die hier drin ist, versteckt ist, besser lesen. So, dass halt die Stärke sind dann halt entsprechend 5 Punkte. Intelligenz ist hier, glaube ich, bei 9. Kann man ein bisschen schwer sehen jetzt. Ich habe jetzt auch keinen Decoder. Vielleicht ist einer drin, aber das glaube ich hier jetzt nicht. Wahnsinn. Dann schauen wir doch mal die Figur an. Und hier seht ihr noch ein Inlay. Es ist sogar noch ein Inlay drin. Wahnsinn. Wahnsinn, das ist ein Inlay. Hier muss man zusagen, die Figur kommt gleich. Die ersten MB basierten noch auf den Dire-Clone-Figuren. Das heißt, die waren noch nicht auf die gesamte Box zugeordnet. Und das seht ihr hier auch. Die Dire-Clone-Box ist nämlich im Original kleiner. Und deswegen braucht es hier Füller. Seht ihr das? Die Originalbox, das war so ein Styropor, das seht ihr auch gleich noch bei den anderen. Da ist die Originalbox. In Japan ist die nicht größer gewesen. Und Amerika hat sie schon größer gemacht. Später wurde eine eigene Verpackung gemacht, aber zuerst wurde das Diaclone-Material benutzt. Und ja, hier würde jetzt das Styropor reingehören. Wahnsinn, selbst das ist noch dabei. Das ist auch noch ein Schatz. Wahnsinn. Wahnsinn. Muss ich mir auch was einfallen lassen, wie ich das noch präsentieren kann vernünftig. Pack das wieder rein. Wahnsinn. Das hier ist, glaube ich, sogar noch schwieriger fast zu finden. Na gut. Als die. Geht nicht ganz zu jetzt. Ich will auch vorsichtig sein. So, jetzt haben wir hier Jazz. Der ist natürlich ein bisschen mitgenommen. Da hieß es auch, der ist bespielt. Und hat auch seine Farben. Also sprich Sonnenverfärbung gekriegt durch die Zeit. Oh, das kommt mal weg. Aber er ist heil. Hier seht ihr auch noch, hier muss ich die Kamera zeigen. Also ihr seht hier die Verfärbung hier auf den Seiten. Er hat Aufkleber drauf. Der Porsche. Das Autobot-Logo. Hier das Rubbel-Logo. Hier ist das Autobot-Logo draufgeklebt worden. Ja, Wahnsinn. Und interessanterweise, hier ist nicht mal weggebrochen, hier an dem Fenster. Hier ist später ein Nüpsel, dass der hier festhaken kann. Das tut er ja nicht. Wahnsinn. Wahnsinn. Bin völlig begeistert. Auch hier, der ist noch heil. Hier unten, da sind die Credits zu lesen. Und da steht noch kein Hasbro. Das heißt, das ist noch das Original Dire-Clone, wo nur ein anderer Sticker-Aufkleber beigelegt wurde. Das ist also im Endeffekt eine Original Dire-Clone-Figur. Richtig gut. Hier sehen wir das Gesicht. Ich will den gar nicht richtig verwandeln. Hier können wir die Türen öffnen. Ich bin vorsichtig. Vorsichtig. Das Ding ist richtig alt. Entschuldigung, ich habe doch ein Bild gehalten. Also hier kannst du die Tür öffnen, dann klemmt man das da rein. Oh, Wahnsinn. Das ist Jazz. Auch richtig, der Zustand ist besser, als ich gedacht habe. Wahnsinn. Wahnsinn. Gummireifen, das ist auch noch besonders. Ja, gut, dass der fällt jetzt hier vorne über, dann mit dem Gesicht. Das hält nicht so, das war das einzige Manko. Und hier in der Mitte, da seht ihr ein Fach, da konnte man nämlich, wenn man es aufmacht, da konnte man hier eine Figur reinsetzen. Dire-Clone hatten Figuren dabei. Und auf Dire-Clone basieren eben Transformer. Oh, Wahnsinn. Ich halte sie zu hoch, Entschuldigung. Das ist Wahnsinn. Jetzt kommt die nächste Figur und das werde ich als letztes machen, was ich da jetzt gerade sehe. Das ist so unglaublich, dass ich das lieber als letztes mache. Ich ziehe es vorsichtig raus. Es ist drin. Es ist Wahnsinn. So, die nächste Figur. Die Boxen sind beschädigt. Das ist aber alles für seine Zeit. Das ist zu sehen. Ne? Aber schaut euch das an.
Transformers G1 Mirage in Box. Hier haben wir jetzt Mirage. Auch, ihr seht, auch die MB-Box. Ich bin auch völlig begeistert. Also die original 1985er Figur, die wir in Deutschland haben. Hier seht ihr das Styropor, das fehlte bei Jazz. Wahnsinn. Hier auch dieses Artwork. Ist das nicht geil? Ist das nicht toll? Hier oben, wie er sich verwandelt. Unten seht ihr auch, und hier seht ihr auch nochmal Copyright, und hier ist 1985. Wahnsinn. Klar, hier ist die Box ein bisschen mitgenommen, ihr könnt das sehen. Das ist aber egal, ich werde versuchen, das ein bisschen zu glätten. Hier ist jetzt ein Tesafilmstreifen, der klebt sogar noch, muss ich aufpassen, dass der nichts kaputt macht. Der hängt da, da hängt da so ein bisschen. Wahnsinn. Hier ist die Box sogar noch original verklebt. Guckt euch das an, die Box. Hier hinten jetzt deutscher Text, das klassische 85er Artwork. Auch hier wieder die Robo-Punkte, der deutsche Textbacks-Text. Hier auch die Kurzinformationen. Wie gesagt, auch hier ist es gekürzt. Die Textbacks, die man nicht lesen kann: Stärke, Intelligenz, Schnelligkeit, Ausdauer, Rang, Mut, Feuerkraft, Geschicklichkeit. Auch einfach kultig. Funktionsspion, wer oder was ich bin, erfährt der Gegner nie. Absolut toll. Gänsehaut. So, schauen wir uns das Ding an. Und ihr werdet sehen, warum ich auch so sprachlos bin, total. Hier haben wir die Prospekte. Und seht euch das an. Das Sticker-Sheet. Noch nicht aufgeklebt. Original. Nie verklebt. Wow. Und die Originaltüte, in der es war. Originaltüte. Hier haben wir deutsche die Anleitung, wo es auch Anleitung steht. Wo die Sticker hinkommen. Wahnsinn. Total Farbe halt, ne? Das ist halt was ganz Besonderes. Und hier haben wir den allerersten Transformers-Katalog. Hier sind auch noch Diaclone-Versionen drin. Da habe ich ein anderes Video zu gemacht, wo ich genauer erkläre, wie die Figuren sozusagen, wo ich den Katalog mal ein bisschen auseinandernehme. Und hier seht ihr, die Figur, die ich habe, ist auch gar nicht dabei. Wahnsinn. Auch hier das schöne Artwork ganz. Wahnsinn. Ich bin total sprachlos. Ich werde die Kamera mal ein bisschen höher machen, damit ihr ein bisschen mehr sehen könnt. Dann zeige ich das lieber ein bisschen höher. Und jetzt müssen wir vorsichtig rausnehmen. Und ihr seht auch hier wieder Pub-Inlay. Und dann können wir das genau sehen. Und hier seht ihr Box, das Styropor, ihr könnt sehen, seht ihr das? Original ist das nur so. Naja, und wow, Figur ist, wie gesagt, keine Sticker dran. Die Sticker sind top. Ich mag das gar nicht rausziehen, aber ich möchte mir sie einmal angucken. Wow, die Mirage ist in einem neuwertigen. Das ist so, als ob ich jetzt gerade 1985 das Ding mir gekauft habe. Das ist in einem Wow-Zustand. Einwandfrei. Verpackungsneu. Nie bespielt worden. Wahrscheinlich nie verwendet worden. Aber in Rädern muss ich aufpassen. Das ist ein Gummi, dass sie sich natürlich nicht auflösen, weil die Zeit das mitgenommen hat. Auch hier sehen wir der Stempel Takara, kein Hasbro. Das ist die allererste Auflage. Hier noch mit Metall. Wahnsinn. Das ist so, als ob ich die neu gerade erstmals in die Hand nehme. Die Sticker werde ich natürlich nicht aufkleben. Keine Panik, das war ich nicht. Wahnsinn. So, und hier haben wir die Box. Und ihr seht das Zubehör. Hier ist die Waffe von Mirage. Die ist auch noch heil, obwohl es hier die Box leider eine Delle gekriegt hat. Das ist aber egal. Die ist heil. Die geht da vorsichtig wieder rein. Vorsicht.
beschäftigt. Und ihr seht hier, selbst die Raketen, na, kann ich da sehen, die Raketen sind noch nicht mal aus dem Plastik genommen. Und hier oben, da sitzt, wäre die Figur, die Diaclone-Figur. Also das ist so ein kleiner Pilot, der würde ich dann hier ins Cockpit gesetzt werden können. Wow, ich bin total sprachlos. Das ist ein echter Schatz, ein echter Holy Grail, den in einem solch tollen Zustand in der Hand zu halten. Wahnsinn. Wahnsinn. Oh, ich habe Gänsehaut. Das sind echte Highlights. Wow, ich bin total geflasht. Es geht weiter. Der nächste. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ich bin genauso geflasht. Transformers G1 Hound. Absolut. Wow. Seht euch das an. Der dritte im Bunde. Seht ihr Hound. Autobot Scout. Oh, auch schön. Klasse. Diese Box auch. Ihr seht MB. MB. Wahnsinn. Auch von 1985. Ihr seht das Styropor. Ihr könnt es schon erahnen. Das Ding ist top. Top. Seht euch das Artwork an. Ist das nicht geil? Richtig toll. Auch hier die Box ist in einem wahnsinnig guten Zustand für über fast 40 Jahre. Oben könnt ihr sehen, wie sich Hound verwandelt. Unten, ja, hat hier eine kleine Delle. Hier ist er noch offen, aber das mache ich dann, das ist ja gut, ich muss es sowieso gleich öffnen. Hier haben wir das schöne Artwork wieder. Textbacks. Auch hier ist Artwork und hier Funktion Kundschafter, beobachte alles, behalte mir. Was auch immer das bedeuten mag, behalte mir. Ja, oder ich sozusagen ein bisschen anders ausgedrückt, aber Wahnsinn. Die Textbacks, es ist Wahnsinn. Oh, Wahnsinn. Ihr seht, guckt euch das an, das geht weiter. Die Tüte ist noch sealed. Hier ist sealed, die ist verschweißt. Und da sind die Aufkleber drin. Da sind die Aufkleber. Ich mach das nicht auf. Ich mach das nicht auf. Das ist, ich habe noch nach 40 Jahren sowas in den Händen zu halten, das ist mir als Gänsehaut. Wahnsinn. Oh, ich bin total unter Strom. Und hier ist es wieder auch so eine Diaclone-Verpackung halt. Ne? Das ist die Diaclone-Verpackung. Ihr seht das Papp-Inlay. Originalen Box. Obwohl hier fehlt etwas, das muss ich rausfinden. Nicht, dass das der Benzinkanister ist oder sowas. Das, ich weiß jetzt nicht genau, für was das wäre. Ich guck mal kurz am Zubehör. Wir können uns ja die Verwandlung sehen. Und ihr seht auch hier oben, noch kein Autobot-Logo, das ist noch die Diaclone-Figur, die benutzt wurde. Ich sehe den leider nicht von hinten. Aber hier wäre die Figur gewesen. Und das hier ist der Reifen. Das ist der Reifen. Der Ersatzreifen sozusagen, der hinten drauf hängt. So, den könnt ihr dann abnehmen. Ich mag es gar nicht so richtig. Die Waffen. Alles noch original drin. Hier auch die Raketen. Unused. Die Figur. Hier würde der Reifen raufkommen. Ah ne, der Benzinkanister ist da. Der ist hier dran sogar. Interessant. Den Benzinkanister kann man abmachen. Der steckt normalerweise hier oben dran. Da gehört der Benzinkanister an. Da. Der kommt jetzt da auch rein. Wahnsinn. Oh, guckt euch das an. Der ist neu. Der ist wie neu. Top. Ja gut, hier hat sich der Aufkleber ein bisschen gelöst. Der ist hoch. Das ist aber 40 Jahre fast alt. Seht euch den Chrom an. Vorne Jeep.
Na, da haben wir noch Jeep stehen. Oh, Alter. 1980, 82, Takara-Logo hier vorne. Das heißt, das ist, ja, die Figur ist 1980 entstanden. Wahnsinn. Wahnsinn. Seht euch das an. Der Glanz. Ja, die Figuren sind halt etwas lockerer gewesen. Das war die Zeit. Können sich ganz simpel verwandeln. Ich mag sie gar nicht verwandeln. Ich will sie nicht verwandeln. Da habe ich echt Angst vor. Wow. Und damit ich euch noch, damit ich wenigstens vom Fahrzeug echt ein Foto mache, lasse ich sie auch draußen, wenn ich sie jetzt, ich packe sie nicht so ein. Das Ding ist vollständig, ist, abgesehen von der Diaclone-Figur. Wie neu, das ist Wahnsinn. Wow. Wollen wir weiter in die Kiste gucken? Ja, zwei Figuren sind noch da, beziehungsweise eine hatte ich ja schon zur Seite genommen. Das Highlight will ich euch als letztes zeigen. So, hier ist noch eine Figur drin. Transformers G1 Drax. Als nächstes seht ihr jetzt hier Drax, Autobot Drax. Hier ist ein Unterschied, könnt ihr gleich sehen. Wenn ich euch dann hier zum Beispiel die Box zeige von Mirage. Hier ist das NMB-Logo und hier ist jetzt das Hasbro-Logo. Das heißt, das ist eine andere Box, aber ihr seht schon, das ist trotzdem ein bisschen anders. Also, das ist eine deutsche Box, hier ist, wird kein Deutsch drauf sein. Hier seht ihr auch oben englischer Text. Transforms from Race Car to Robot and Back. Das gibt es hier gar nicht. Und das ist nochmal so am Rande, Fun Fact. Und jetzt schauen wir uns diese Box mal ganz genau an. Ist das nicht ein wunderschönes Artwork? Wunderschön? Wahnsinn. Ja, ihr seht es, hier ist leider die Flasche abgerissen. Das ist das einzige Manko. Das wäre, würde genauso aussehen wie hier. Ich habe schon überlegt, ob ich mir das einscanne und ein Foto mache davon und das mir hier drauflege, weil es kommt in eine Sammlerschutzhülle und dann wird das schön, ist das schön geschützt. Denn ihr seht schon mit der Figur, ja, die ist auch noch nicht ausgepackt. Hier können wir oben sehen, wie er sich verwandelt. Auch richtig cool. Unten ist er verwandelt und das Auto. Richtig geniales Auto. Absolut top. So, schauen wir uns mal die Rückseite an. Und die seht, ihr seht, die ist auch ein bisschen anders aufgebaut. Ihr habt jetzt hier, das Artwork ist größer. Ich nehme nochmal das andere im Vergleich. Und das ist auch ein anderes Artwork. Das ist das Artwork hier. Und hier seht ihr dieses großartige Artwork mit dem roten Drax. Ja, es gab auch einen roten Drax in den ersten. Aber hier haben wir auch 1985. Und wenn ihr seht, die Textbacks sind kleiner. Also das ist eine UK-Box oder englische oder US-Box. Ich gucke gerade. Tokio, Japan, 85. Ist auf jeden Fall eine UK- oder US-Box. Auf jeden Fall auch original von damals, das weiß ich. Der Verkäufer hatte mir das bestätigt. Und wenn ich das sehe, weiß ich, dass das auch echt ist. Ja. Ihr seht hier, wie gesagt, diese Information zum Textback gibt es nicht. Das ist aber die gleiche Art. Und ihr seht hier, Funktion Warrior, looking good is what life is all about. Hier ist der englische Text. Und hier ist noch ein bisschen mehr über den Charakter zu lesen. Das haben sie hier durch die Mehrsprachen weggelassen. Somit haben sie nur diesen Oberspruch behalten. Ja, Wahnsinn. So. Einfach nur großartig. Wie gesagt, auch von 1985. Eben halt leider nur da beschädigt. So, und dann schauen wir uns an. Und ihr seht ja auch hier, das Styropor wurde dann in der nächsten US-Version sozusagen weggelassen. Man hat sozusagen das anders gemacht. Man hat aber auch auf Pappe gesetzt. Hier sehen wir einen Pappe, um das aufzufüllen. Und seht ihr das? Das ist aber auch die zweite Generation. Das Original-Booklet noch. Das, seht ihr? Ungeöffnet. Waffen. Raketen. Top. Der Stickerbogen. Seht ihr das? Wahnsinn. Oh, original. Wahnsinn. Ich bin total geflasht. Die gleiche Anleitung. Und hier, das muss von UK stammen, weil hier ist Deutsch.
Willkommen in der Welt der Transformers, wo die Dinge nicht das sind, was sie zu sein scheinen, beim ersten Katalog. Das heißt, dieser deutsche Katalog, der dabei war, der war nicht in Amerika drin. Das ist halt der europäische. Das heißt, das ist in Europa so erschienen. Da haben sie sich nicht mehr die Mühe gemacht, die einzudeutschen. Sozusagen. Das ist auch, glaube ich, die zweite Wave. Hier könnt ihr auch sehen, es ist nicht mehr Vollfarbe. Es ist sozusagen noch gezeichnet. Die Anleitung. Und das ist original, das merke ich auch, es fühlt sich auch alles an. Ich habe ja in meiner Kindheit auch welche in der Hand gehalten und dadurch weiß ich, das ist original. Selbst diese Tüte, die ich jetzt hier gerade habe, ist original. So, das kommt ja erstmal wieder rein und jetzt versuchen wir mal, das ist ein Stück Klebeband. Ihr seht, guckt ihr euch an, der ist original. Das ist noch komplett im Originalzustand. Ich habe noch nie so einen neuen Trax gesehen. Wahnsinn, das ist ein Original 85er. Hier noch richtig schön Diecast, Metallteile, kein Plastik. Oh, Wahnsinn, absolut Wahnsinn. Natürlich keine Aufkleber, die Flammen und so weiter, das fehlt. Der wird auch nicht ausgepackt, der gehört so gesammelt, gezeigt. Puh. Wow! Die Box ist jetzt leer, aber einer ist noch übrig und das ist das absolute Highlight. Ich hätte nie gedacht, dass ich den mal in den Fingern halten könnte, überhaupt. Ich zeige euch den und dann erzähle ich euch Näheres. Seht euch das an. Kommen wir zu meinem absoluten Mega-Highlight. Das, was ihr hier seht, sieht man nicht alle Tage. Ihr werdet euch jetzt wundern. Box, Sideswipe, ist rot auf dem Cover hier. Und ihr seht schon ein gelbes Auto. Das ist korrekt. Es ist auch nicht Sideswipe da drin. Das ist im Endeffekt Sunstreaker, aber auch nicht. Diese Version ist fälschlicherweise so produziert worden. Das ist genauso wie der rote Trax, den ich schon mal erwähnt habe. Das lag daran, das sind ja die Diaclone-Fahrzeuge und man hat Restbestände benutzt. Und man hat damals nicht immer richtig darauf geachtet, die Sachen richtig zuzuordnen. Ja, deswegen ist hier die falsche Figur drin. Und das ist noch ein Diaclone Sunstreaker, der hier ein Autobahn-Logo hat, was leider beschädigt ist. Der ist wohl ein bisschen mitgespielt worden. Der ist nicht im perfekten Zustand, aber ist im sehr guten Zustand. Und der nennt sich Sunswipe, weil es eine Mischung aus Sunstreaker und Sideswipe ist. Das heißt, es ist so, wie ihr ihn jetzt seht, in dieser Box ist er auch verkauft worden. Aber schauen wir uns erstmal trotzdem die Box an. Also ihr seht hier also echt das schöne Artwork. Hier steht Autobot Warrior Sideswipe, oben wie sich Sideswipe verwandelt. Und ihr seht, das ist natürlich ein Ferrari. Das ist ein ganz anderes Auto, ganz anderes Design. Auch großartig. Hier seht ihr ihn nochmal und auch hier unten. Und ihr seht hier auch Melton Bradley. Es ist halt die MB-Box. Das ist also wirklich genial. Der ist natürlich auch so aufgelegt worden. Aber diese Version so ist wesentlich seltener. Also Wahnsinn. Ja. Hier haben wir hinten dann das auch, wie ich gesagt habe, das 85er Artwork, dieses Kultik. Und hier seht ihr auch Sunstreaker, so wie er ist. Sideswipe ist jetzt da zu sehen, aber das ist Sunstreaker. Hier ist natürlich dann der Text von Sideswipe drauf zu lesen. Funktion Kämpfer, ich breche keine Regeln, ich biege sie nur kräftig hin. Auch wieder seine Textpacks. Ja, aber das Wichtigste, das schauen wir uns die Figur an. Diese ist leider nicht so vollständig wie die anderen. Aber das, was fehlt, ist jetzt, finde ich, nicht das Schlimmste. Wir haben hier einerseits das Inlay, weil es ja auf einem Diaclone basiert. So, und hier fällt ein Teil raus. Und ihr seht das schon. Also die Box lege ich mal kurz hier zur Seite. Hier haben wir auch die Box. Die ist kleiner. Jetzt würde die Figur fehlen. Interessanterweise habe ich hier die Kanonen. Na, hier habe ich auch noch was zum Abschießen. Keine Ahnung.
was lasse ich jetzt hier drin? Da drin, hier sind die Fäuste. Und ihr seht, das ist in Gold. Es ist auch teilweise in Silber ausgeliefert worden bei Sideswipe. Hier ist eine Rakete leider draußen. Hier seht ihr, die ist draußen. Das ist ärgerlich. Und dann haben wir hier Sunswipe. Woran kann ich erkennen, dass es Sunswipe ist? Es gibt verschiedene Merkmale, also ist erstmal eben auch, trotzdem ist er in sehr gutem Zustand. Wahnsinn, das Logo ist das einzige Manko und ihr seht, es fehlen die ganzen Unterlagen. Im Endeffekt fehlt auch der Textback-Streifen, also diese Folie, und ich glaube, die war beim Anfang noch gar nicht dabei. Aber genau weiß ich es auch nicht, aber er fehlte und ich habe jetzt da nichts weiter gesehen, aber auf jeden Fall großartige Figur, ihr seht das. Woran kann ich, wie gesagt, jetzt erkennen, dass es Sunswipe ist? Vor allem ganz genau auch hier wieder an dem Logo, dass das hier nur Takara steht und nicht Hasbro. Versuche ich mal zu zeigen. Das ist eine Sache, aber auch so ein paar Kleinigkeiten. Ich habe zum Beispiel, musste auch nachgucken, das Dach ist gelber. Das passt besser dazu. Das ist ein bisschen heller, weil, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, bei der anderen Version. Dann sind hier die Formen ein bisschen anders, weil bei den Reifen, diese Kegel, man kann es hier vorne auf der Platte sehen, hier sind andere Formen. So Kleinigkeiten, man glaubt gar nicht, was das alles so bewirken kann. Und wenn man hier aufklappt, weil hier konnte das Männchen ja rein, hier konnte die Figur reingesetzt werden, diese Molds, die hat sich verändert. Die sind, haben eine andere Position bei dem normalen Sunstreaker. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich bin völlig begeistert. Guckt euch an. Richtig cool. Wahnsinn. Sunswipe. Auch das Chrom ist ein mega Zustand. Klar, das Autobot-Logo hat sich aufgelöst hier. Es ist wohl ganz klein wenig mit ihm bespielt worden. Er hat auch ein paar Abnutzungserscheinungen. Aber ja, wie gesagt, die Aufkleber fehlen. Hier wäre jetzt, glaube ich, alles für Sideswipe bei gewesen. Anleitung, Aufkleber und in dem Sinne, ja, Wahnsinn. Puh. Wow. Ich bin völlig geflasht, diese Schätze in meiner Sammlung jetzt zu haben. Vor allen Dingen diese Figur. Wahnsinn. Das ist auch noch MB, also wirklich die ganz alten 85er, 86er Figuren sind. Alter Schwede, ich bin total geflasht. Ja, Wahnsinn. Ich kann es noch nicht in Worte fassen. Das ist für mich ein einzigartiges Zeug, also das überhaupt für den Preis zu bekommen, ist echt wow. Und draußen ist gerade ein Gewitter, also der Blitz ist in meinem Kopf gerade eingeschlagen. Ich habe so ein Nostalgie-Feeling und ich bin sowas von geflasht und Wahnsinn. Naja, wow, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, ihr seid dran in die Kommentare. Ansonsten ein Like, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal.